zu viel Bürokratie. Das ärgert auch meinen nächsten Gast. Viel ist nicht bekannt über den Privatmann Stoiber. Aber wenn Freunde ihre Fotoalben durchforsten, wird seine Vergangenheit lebendig. Mit seinen zwei älteren Schwestern wächst der kleine Edmund behütet in Oberaudorf auf. Manchmal kleiner Lausbur, manchmal ganz brav fürs Fotoalbum. Ein Streber war der Schüler Stoiber nicht. Die 7. Klasse Gymnasium musste er sogar wiederholen. Latein und Griechisch machten ihm das Schulleben schwer. Ein fescher Bursch soll er gewesen sein. Als erster in der Klasse trug er eine Jeans und geraucht wie ein Schlot soll er auch haben. Mädchenschwarm Edmund. In der Abi-Zeitung wurde es so formuliert. Als blonder Recke Favorit bei allen nordgermanischen Sommerfrischlerinnen, die er durch bajuwarische Sitten betörte. Doch es war Karin Rudolph, die ihn betörte, bei seinem Ferienjob in einer Bank. Verlobung am 26. Februar 1966 in Rottach-Egern, kirchliche Trauung 2 Jahre später. Schon damals weiß Karin genau, dass sie ihren arbeitsamen Mann nicht so oft sehen wird. Freizeit, sofern er welche hat, verbringt er gerne beim Skifahren. Als gebürtigen Oberbayern zieht's ihn in die Berge. Oder auf die Tribüne zu seinem Lieblingsverein, dem FC Bayern. Herzlich willkommen, Dr. Edmund Stoiber. Ja, Herr Dr. Stoiber, ich habe Ihr Buch gelesen, weil die Welt sich ändert und dabei wirklich ein paar tolle Sachen festgestellt. Erstens mal, Sie haben viel mehr Humor, als ich früher dachte. Das heißt, ich kann mich mit Ihnen jetzt über den Transrapid unterhalten und das macht Ihnen richtig Spaß. Ja, man hat ja oft ein Klischee, wenn man so lange auch sehr harte Positionen in der Politik vertritt, für die Sache kämpft, dann hat man natürlich auch heftige Kritiker, Gegner und die überzeichnen dann vielleicht das Negative. So ist das halt und dann wird man ein bisschen abgestempelt. Also der kennt nur die Akten, der ist zu ernst, der kennt nur die Sache, der kann sich nicht freuen, der trinkt kein Bier oder kein Wein. Stimmt alles nicht, aber das Klischee haftet halt an einem. Und ich habe das einfach akzeptiert, dass man ein Klischee hat und in vielen persönlichen Gesprächen, da sagen die Leute dann häufig, ja, das habe ich mir gar nicht vorgestellt. Die Aachener haben recht frühzeitig festgestellt, dass sie viel Humor haben. Im Jahr 2000 bekamen sie den Orden wieder den tierischen Ernst. Und die Rede damals über sie hat der amerikanische Botschafter Kornfeld gehalten. Gibt es da noch einen Satz, an den Sie sich gerne erinnern? Ich glaube, das war, nein, einen Satz erinnere ich mich nicht, aber das war ja insoweit sehr interessant, dass Herr Lerchenberg, der mich hier im Nockerberg immer nachgemacht hat, Jahre, als Innenminister oder als Ministerpräsident, das war eigentlich der Gag, der hat eigentlich begonnen als Stoiber und hat das glänzend gemacht und dann kam ich rein und konnte eigentlich den Komödianten und den Schauspieler nicht mehr toppen. Soweit hätte ich eigentlich, der hätte das weitermachen sollen, dann hätte ich mehr Beifall bekommen. Da drin schreiben Sie auch über Ihre wichtige Rolle, die Sie gespielt haben beim Privatfernsehen. Sie standen an der Wiege des Privatfernsehens, damals stand Helmut Kohl noch mit Ihnen an dieser Wiege. Und in der Zwischenzeit sind Sie sogar im Privatfernsehen ein bisschen gelandet, denn Sie sind im Beirat von ProSiebenSat.1 und haben dann den Vorschlag gemacht, in der Kanzlerduell-Konfrontation könnte Stefan Raab eigentlich gute Fragen stellen. Dafür sind Sie im ersten Moment geprügelt worden und jetzt loben Sie alle, zumindest die Jüngeren. Ja, ich bin in diesem Beirat, der allerdings aus Persönlichkeiten zusammengesetzt ist, die mehr dieses Unternehmen gesellschaftspolitisch und gesellschaftlich beraten. Und ich habe das Unternehmen dazu gebracht, eine Nichtwählerstudie zu machen. Wie viele Leute, warum gehen denn so viele Leute nicht zur Wahl? Und wir haben ja festgestellt, dass bei der nächsten Bundestagswahl, und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, doppelt so viele Leute nicht zum Wählen gehen werden, wie das 1998 noch der Fall war. Und da gibt es eine Fülle von Themen, die man da behandeln muss, warum das so ist. Und wir haben mit vielen Wissenschaftlern darüber diskutiert und dann war ein Argument, wir brauchen auch Gesichter, die junge Leute ansprechen, vielleicht nicht gleich politisch,
Diese jungen, diese Gesichter können vielleicht auch eine Verbindung zur Politik, jedenfalls zum politischen Interesse herstellen. Und dann habe ich einfach den, nicht den Vorschlag gemacht, sondern ich habe Stefan Raab, den ich gar nicht persönlich kenne, habe ich dann mal in die Debatte geworfen. Und eigentlich ist das dann deswegen gleich so durchgegangen, weil Peer Steinbrück das abgelehnt hat. Und so ungefähr, ja, mit dem auf keinen Fall. Und damit ging natürlich der Mechanismus los. Gerade die Öffentlich-Rechtlichen haben gesagt, das bestimmt jeder Sender selbst. Und so hat sich das jetzt herausgebildet. Schauen wir mal, ob es gelingt, mit Persönlichkeiten, die nicht unbedingt im politischen Feld absolut zu Hause sind, ob da vielleicht ein bisschen mehr Zuschauer, ein bisschen mehr Bereitschaft bei politisch desinteressierten Menschen stattfindet. Das ist ein kleiner Versuch. Also Ihnen geht es einfach um mehr Wählerpotenzial? Mir geht es nicht um mehr Wählerpotenzial, sondern mir geht es darum, eine Demokratie braucht Mitmacher, braucht Demokraten. Und Demokraten, die mitmachen, die sich einmischen. Und wenn eben 20 Millionen mehr oder weniger sagen, also das interessiert mich nicht so sehr und die Wahlen haben für mich eigentlich keine Bedeutung, dann ist das für die Demokratie, also für die Gesamtdemokratie, nicht gut. Und dafür setze ich mich gerade auch ein. Ich habe noch ein zweites Projekt denen aufgedrängt. Gibt es Heidi Klum. Nein, bestimmt nicht. Nein, nein, nein. Ich glaube, Herr Elster, dass, man kann das natürlich immer ein bisschen lächerlich machen. Aber ich glaube, wir müssen uns wirklich überlegen, gibt es andere Formate, gibt es andere Instrumente, wie ich desinteressierte Jugendliche oder Menschen ein bisschen mit unserem Gesamtgeschehen verbinde. Und da mache ich mir natürlich meine Sorgen, wenn gerade in dem Bereich der 15, 16, 17, 20-Jährigen doch sehr, sehr viele da sind, die überhaupt noch keinen Bezug zu dem Geschehen in ihrem Lande haben. Und das muss mit allen Mitteln ein bisschen mehr vertieft werden. Also Heidi Klum war ein Gag, gebe ich zu. Ja, ja. Aber Joko und Klaas wären doch auch eine Alternative. Also darüber muss man. Das sind zwei junge Männer, die die Jugendlichen im Moment unglaublich anziehen und die in aller Munde sind und die man durchaus da auch mit ins Gespräch bringen könnte. Also wenn die zum Beispiel sagen würden, geht wählen, seid nicht desinteressiert, es geht um euer Schicksal, dann wäre das wirklich gut, weil wir haben einfach zu viele Leute, die meinen, die Wahlen und die Politik sei für sie persönlich völlig uninteressant und konzentrieren sich nur auf ihr eigenes Schicksal, auf ihren eigenen Weg. Das ist auch in einer Demokratie legitim, aber ich wünschte mir natürlich mehr Mitmacher und das ist meine Motivation gewesen, nichts anderes. 14 Jahre waren Sie Ministerpräsident in Bayern, ein Mann voller Macht, ein Mann, wenn der aufs Knöpfchen gedrückt hat, dann haben alle funktioniert. Und in diesem Buch steht vorne, ganz am Anfang, ein ganz wichtiges Wort. Da steht nämlich drin, meiner Karin für Geduld und Liebe. Ja. Hatten Sie die Macht zu Hause verloren? Erstens muss ich sagen, der Verlag war etwas überrascht, weil er mir sagte, das sei eigentlich ungewöhnlich und ich sollte mir das nochmal überlegen. Aber wenn ich schon ein Stück meines Lebens, meines politischen Lebens, das 35 Jahre in der aktiven Politik war, dann muss ich natürlich und will ich meiner Frau die hohe Anerkennung geben, auch durch solche kleine Gesten. Du warst ein Teil meines Lebens und ohne dich und ohne unsere Gemeinsamkeit hätte ich all das nicht geschafft und durchgestanden und auch die bitteren Stunden einer politischen Tätigkeit nicht durchgestanden. Und wenn man das Glück hat, ich meine, manche haben das Glück leider nicht, wenn man das Glück hat, 45 Jahre verheiratet zu sein, sich 50 Jahre zu kennen. Und Menschen entwickeln sich natürlich in 50 Jahren oft natürlich auch sehr unterschiedlich. Und man erlebt alles doch in einer großen gemeinsamen Harmonie, wenn es natürlich da auch schwierige Stunden gegeben hat, dann bin ich dem Schicksal dankbar und will das damit ausdrücken und will auch deutlich sagen, das haben wir gemeinsam geschafft. Das ist mehr als ein Kompliment, aber da ich das Vergnügen hatte, Sie ein paar Mal in Begleitung Ihrer Frau kennenzulernen, ist es auch durchaus glaubwürdig, weil man merkt, man sieht Ihnen beiden an, da vertragen sich einfach zwei. Sie haben da drin noch einen Satz geschrieben, den traue ich mich gar nicht zu zitieren, weil der fast despektierlich klingt.
weil ihre Feinde damals, als sie nach Brüssel gegangen sind, gesagt haben, muss ein abgehalfteter Politiker jetzt Europapolitik machen. Was ist denn eigentlich da ihre Aufgabe in Brüssel? Ja, einige haben natürlich, es ging natürlich gleich ins Klischee hinein, die SPD und die Sozialisten in Brüssel waren zunächst kritisch, haben gesagt, was will denn eigentlich der abgehalftete Ministerpräsident von Bayern hier in Brüssel? Noch dazu, das wussten die natürlich alle, habe ich ja im Jahre 2003 das Angebot von Gerhard Schröder und von Chirac und von Blair ausgeschlagen, die mich zu dritt als Kommissionspräsident vorschlagen wollten. Und ich habe nach ein paar Tagen überlegen, dieses Angebot dann nicht angenommen. Und das wissen natürlich alle Insider. Warum haben Sie es nicht angenommen? Das ist eine schwierige Frage, aber ich habe das hier in dem Buch auch ausgeführt. Wissen Sie, das war ein vierstündiges Gespräch mit Gerhard Schröder, das nie bekannt geworden ist, das so Ende 2003, er wollte mich treffen. Wir haben uns dann auf Vermittlung von Herrn von Pierer, dem Siemens-Boss, in seinem Haus getroffen, waren dann 4 Stunden zusammen und das unter 6 Augen. Wir beide haben da natürlich erstmal den Wahlkampf 2002 aufgearbeitet. Ich habe ihn gefragt, wieso waren Sie eigentlich so fertig nach dem Wahlsieg? Er hat mir gesagt, er hätte gemeint, ich sei weg vom Fenster, aber jetzt würde ich ja weiterhin bayerischer Ministerpräsident mit 60% sein. Das waren also alles interessante Vortastungen. Und dann sagte er mir, leider kann Guy Verhofstadt, der belgische Ministerpräsident, den die Sozialisten wollten, der hat keine Mehrheit im Parlament. Und wenn wir schon einen aus der bürgerlichen, aus der konservativen Ecke nehmen müssen, dann bin ich, Schröder, der Meinung, Sie sollten das für Europa machen. Und ich habe mir das kurz überlegt, aber ich wollte natürlich nach der verlorenen Bundestagswahl 2002, wollte ich alles daran setzen, so schnell als möglich die Regierung abzulösen, mit Angela Merkel zusammen. Und mir erschien es dann etwas komisch, dass derjenige, der Kanzler geworden ist, den ich so sehr bekämpft habe, mich dann vorschlägt als Kommissionspräsident. Da war ich der Meinung, das würde eigentlich mein Generalziel, die Regierung Schröder abzulösen, nicht ganz glaubwürdig machen. Und das war vielleicht ein Grund, den man verstehen kann. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Ausführungen. Wenn ich Herrn Schröder das nächste Mal treffe, habe ich wenigstens guten Gesprächsstoff. Wir haben nach wie vor einen sehr respektablen Kontakt. Ich habe seine Einladung vor ein paar Tagen angenommen. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich war in Friedrich-Ebert-Stiftung und war, glaube ich, von den 500 Teilnehmern an dieser Diskussion über Agenda 2010, glaube ich, der Einzige, der nicht der SPD angehört hat. Aber es war eine sehr vorzügliche und gute Diskussion. Und ich habe natürlich bei aller Kritik, bei aller Konfliktsituation, die wir hatten, natürlich einen großen Respekt über seinen Lebensweg und das, was er als Politiker für Deutschland und für sein Land gemacht hat. Ich darf ja keine politischen Gespräche hier führen, aber wir haben noch eine Wahl in diesem Jahr. Und das, was Sie sagen und was auch ein anderer hier schon am Tisch gesagt hat, das klingt ja schwer nach großer Koalition. Das glaube ich jetzt nicht. Das will weder Frank-Walter Steinmeier, der wirklich hier gerade wunderbar über sein Leben und auch seine große Tat berichtet hat, die sehr interessant war. Und natürlich auch die Union will das nicht, aber jetzt warten wir mal ab, was der Wähler entscheidet. Jetzt noch mal die Frage von vorhin, was machen Sie in Brüssel? Ja, in Brüssel, das ist, ich sag's mal andersrum, wenn ich hier immer fragen würde, die Gäste hier, dann würden wahrscheinlich ein Großteil auf die offene Frage, was verbindest du mit Europa? Würden sehr viele sagen, Bürgerferne, Moloch, Bürokratie und Bürokratie. Mit Brüssel verbindet man sehr, sehr stark Bürokratie, die natürlich auch in der Zwischenzeit eine unglaubliche Kompetenz haben und sehr, sehr viele Richtlinien und Entscheidungen und Gesetze erlassen. Und natürlich ist es so, dass die Komplexität und Kompliziertheit vieler Bestimmungen den 21 Millionen Unternehmen hier in der Europäischen Union immer mehr unsägliche Schwierigkeiten bereiten. Und letzten Endes haben im Dialog Kommission und ich, die Kommission letztens festgelegt,
die Belastungen für die Unternehmen durch die Bürokratie, und es geht jetzt mal zunächst nur um die Unternehmen, kleine, mittlere, große, sind etwa 124 Milliarden Euro. Das belastet im Prinzip die Betriebe in Europa durch Bürokratie und durch Kompliziertheit der Verwaltung. Und diese Belastung könnte man kleiner werden lassen, dadurch nicht nur wahnsinnig viel Geld sparen, sondern den Menschen es leichter machen. Und geben Sie mir ein Beispiel, ein praktisches Beispiel. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zum Beispiel ein kleines Unternehmen, das vielleicht einen Jahresumsatz von 500.000 Euro macht, das vielleicht 3 Mitarbeiter beschäftigt, musste nach den Bestimmungen, nach der EU-Handelsbilanzrichtlinie neben ihrer Überschuss- und Ausgabenrechnung, was sie zum Finanzamt vorlegen muss, noch eine komplizierte Handelsbilanz auflegen, mit, wo sie einen Steuerberater brauchte und dies und jenes. Das kostet so einem Unternehmen im Schnitt 2.000 bis 3.000 Euro. Ich habe vorgeschlagen... Ohne die Zeit. Ohne die Zeit. Ich habe vorgeschlagen, nehmt doch kleine Betriebe mit 1 Million Umsatz oder mit 750.000 Umsatz, die überhaupt nicht europäisch liefern, die nur jetzt hier in Baden-Baden, in Baden-Württemberg vielleicht ihren Markt haben, aber nicht in Österreich, nicht in Belgien, überhaupt keinen europäischen Bezug. Nehmt doch die raus aus dieser Richtlinie. Lasst es doch dabei bei den nationalen Vorschriften, dass Sie im Finanzamt eben sagen müssen, das habe ich eingenommen, das habe ich ausgegeben und das muss ich versteuern. Das war eine mühsame Geschichte, aber haben wir hingebracht. Das entlastet die Unternehmen in Europa etwa um 3 bis 4 Milliarden Euro. Aber Sie haben quer durch alle Parteien auch Zustimmung für Ihre Arbeit bekommen. Und dazu gratuliere ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie sozusagen als Spätberufener in Brüssel noch so erfolgreich tätig sind. Ja, wissen Sie, was mir das eingebracht hat? Das hat mir eingebracht eine Einladung, eine zweite Einladung in der sozialistischen Fraktion in Brüssel, mit dem Ergebnis, dass am Ende ein französischer Sozialist sagte, also dass ich dem Stoiber mal Beifall klatsche bei seinen Ausführungen, hätte ich mir nie träumen lassen. Und jetzt bin ich in 3 Wochen bin ich auf Einladung, muss ich das mal vorstellen, von Cohn-Bendit. Bin ich auf Einladung von Cohn-Bendit in der Fraktion der Grünen und diskutiere mit den Grünen über den Abbau der Bürokratie. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, es geschehen noch Zeichen von Wunder und das ist toll für unsere Demokratie. Das merken Sie jetzt am Applaus. Ja, ja. Herr Dr. Stoiber, ich habe mir extra viel Zeit genommen für unser Gespräch, aber wir haben nicht über Strauß erzählt, nicht über Ihre Jugend erzählt, nicht über Ihre wunderbaren Erfahrungen, was Sie uns so noch an kleinen Geheimnissen preisgeben können. Darf ich einfach Sie verabschieden mit den Worten, bitte kommen Sie bald wieder. Ich komme gerne wieder, aber ich möchte Ihnen eines, Herr Elster, das glaube ich, will ich auch hier testen. Eine Erlebnis, das Sie alle nicht kennen. Franz Strauß ruft mich am Heiligen Abend 1987 an. Sagt mir, stell dir vor, wie er da war, der sowjetische Botschafter Kwischinski. Einladung in den Kreml, damals Gorbatschow, Staatschef und Generalsekretär der KPdSU. Es war ein unglaubliches Erlebnis für Strauß, offiziell in den Kreml zu gehen und eingeladen worden zu sein. Dramatischer Flug, fast wären wir abgestürzt über Moskau. Aber was ich erzählen will. Strauß saß am Steuerknüppel. Strauß saß am Steuer. Also sitzen Sie mal in einem Flugzeug und plötzlich merken Sie, dass die beiden Piloten streiten. Der eine sagt, wir müssen nach Minsk. Der andere sagt, wir haben kein Benzin mehr. Und dann mussten wir praktisch durch eine Decke durch und an diesem Moskauer Flughafen. Und am ganzen Tag ist keine Maschine gelandet. Aber der eine Pilot war Franz Josef Strauß. Der eine Pilot war Franz Josef Strauß und am nächsten Tag Gorbatschow. 3-stündiges Gespräch, aber zu Beginn, ich stand neben Strauß. Und Gorbatschow kommt rein, hat Herr Strauß zum ersten Mal gesehen und mit freundlicher Geste, Herr Strauß, was ich schon fragen wollte, sind Sie das erste Mal in der Sowjetunion? Und darauf antwortet Strauß, ich weiß nicht, was ihm geritten hat. Und jeder wird das sofort merken, was ich gefühlt habe. Er hat gesagt, nein, Herr Gorbatschow oder Herr Generalsekretär, das erste Mal kam ich nur bis Stalingrad. Oh Gott. Also, das sind so Erlebnisse, vergisst man nie. Wenn Sie Ihre Geschichten wieder testen wollen, kommen Sie einfach bei uns vorbei. Dankeschön. Freitag anrufen, Samstag in der Sendung. Dankeschön. Dr. Edmund Stoiber, Dankeschön.